Und uns als Sturm hat, man mag es nicht glauben, gewonnen. 2:0 am Schluss gegen die WSG Wattens aus Tirol. Also den Aufsteiger, den hat man hier in Graz-Liebenau besiegt. Und man muss ehrlich sagen, die Partie war in Ordnung, würde ich sagen. Also gerade die erste Halbzeit sehr überzeugend bei unseren Jungs. Man hat es anscheinend erkannt, also den Ernst der Lage, und hat sich zusammengerissen. Gleich mal nach 2 Minuten der erste Abschluss bei unseren Blackies. Thomas Schrammel nach Flanke von Lehmer, der den Ball zwar neben das Tor setzt, aber das war schon so das erste kleine Ausrufezeichen. Und es ist dann auch in die richtige Richtung gegangen in dieser Partie. Die Blackies nach 10 Minuten mit dem nächsten gefährlichen Abschluss durch Dominguez. Danach Tirol nach knapp 20 Minuten mit einer Riesenchance. Ich glaube, Sakic hat einen Fehler gemacht. Dedic läuft alleine auf Siebenhandel zu, scheitert an diesem, kommt dann fast noch zum Nachschuss. Aber da hat unser Goalie uns wirklich, muss man sagen, den Allerwertesten gerettet und den Anschlusstreffer, beziehungsweise Blödsinn, das 0:1 an der Stelle verhindert. Denn das war lange Zeit das Problem. Sturm hat Chancen über Chancen. Aber macht ihn nicht. Man kennt es aus der Vergangenheit, aber zumindest hat man durchaus gemerkt, die Jungs sind in der Offensive deutlich bemühter, haben auch dann weitere Abschlüsse gehabt. Nach 35 Minuten wird Kitaishvili dann im Strafraum für mich umgesetzt. Ein klarer Elfer, er wird nicht gegeben. Man kann natürlich darüber diskutieren. Vielleicht hat man es auch im TV besser gesehen. Für mich auf jeden Fall Elfmeter an der Stelle. Aber generell war der Schiedsrichter jetzt heute auch nicht so der allersouveränste Akteur auf dem Feld. Danach versucht Sturm aufs erste Tor natürlich zu gehen. Und in Minute 14 gelingt das dann auch. Oder Kitaishvili behauptet den Ball gegen einen Tiroler, spielt den Ball rüber auf Stefan Hierländer. Der wurde übrigens eingewechselt für den früh verletzten Husbeck. Und der Kapitän bei seinem Comeback netzt dann souverän ein ins lange Eck zum 1:0 für unseren SK Sturm. Die Blackies bleiben dann weiter am Ball, haben knapp vor der Pause nach einer Ecke durch Baler noch eine gute Möglichkeit auf 2:0 zu erhöhen. Aber mit dem 1:0 geht es ihm dann in die Kabine. Tiroler! Dann im zweiten Durchgang unsere Blackies genauso weiter. Also man hat immer noch probiert, gleich aufs Tor zu gehen. Vielleicht nicht mehr ganz so bissig in der Offensive. Lehmer mit einem Freischuss, der eher relativ ungefährlich war. Danach aber bald mal das 2:0 für Sturm nach einer knappen Stunde. Lubic ist es, glaube ich, der sich über rechts ein bisschen durchtankt, den Ball dann nochmal reinbringt. Und dann ist es Otar Kitaishvili, der eben den Fuß hinhält und das 2:0 macht. Man hat schon ein bisschen gemerkt an der Stelle, es war die Vorentscheidung. Danach haben die Blackies ein bisschen den Fuß vom Gas genommen, haben die Tiroler kommen lassen. Es war eine dieser Partien, wo ich das Gefühl hatte, in 100 Jahren passiert aus Tiroler Sicht nichts Gefährliches mehr vor unserem Tor. Und das sollte sich auch bewahrheiten. Die beste Möglichkeit für Wattens hatte Dedic, der war dann einmal völlig frei, hatte das Tor aber klar verfehlt. Und ja, ansonsten Sturm mit ein, zwei Möglichkeiten im Konter noch. Pink da noch reingekommen, der hat einmal eine Flanke knapp nicht erwischt. Aber ansonsten war das Ganze eher im Verwaltungsmodus. Sturm am Ende eben mit dem 2:0. Die Krise, würde ich sagen, an der Stelle erstmal abgewendet, aus meiner Sicht. Und natürlich nicht zu vergessen, heute auch noch ein Gast bei mir, der Marco. Und du gibst jetzt deinen Senf bitte auch dazu zur heutigen Partie. Ein Bag, das weißt du, ne? Sowieso. Erste Halbzeit, der ist steirisch, ja. Erste Halbzeit, brav gespielt, ohne Torschancen gehabt. Zweite Halbzeit, erst noch 15 Minuten gut gespielt, restlichen 25 Minuten schlecht gespielt, darf man nicht sagen. Trotzdem 2:0 verdient gewonnen. Sonst brauche ich zur Partie nicht mehr viel sagen. Mich freut, dass wir gewonnen haben. Wir haben brav gespielt, die ersten 60 Minuten. Den Rest müssen wir ein bisschen überdenken. Aber sonst haben wir brav gespielt, muss ich sagen. Ah, super. Danke für deine Einschätzung. Also, man kann zusammenfassen, die Blackies heute mit einem Lebenszeichen. Also der Patient ist noch nicht gestorben, von dem her. Krise, wie gesagt, erstmal abgewendet. Und jetzt heißt natürlich gleich mal vorweg anschließen an die Leistung. Nächster Gegner ist Altach, muss ein Sieg her. Nach der Länderspielpause kommt der Lars. Und da muss man genau dieses Gesicht zeigen. Offensiv weiterhin probieren, das hinten reinstellen oder die Phasen vom hinten reinstellen so minimieren, so groß minimieren wie möglich. Ja, und dann, glaube ich, ist auch alles drinnen, dass wir in den nächsten Partien einen weiteren Punktezuwachs erwarten können. Von dem her schreibt ihr mir natürlich gerne in die Kommentare, wie immer, was ihr zur heutigen Partie sagt. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der LensTV. In diesem Sinne, euer Elias. Auf die Schwarzen! Und bis dann. Ciao, ciao.